Ja, zum Schluss würde ich aber gerne mal auf die BVBS-Schnittstelle eingehen. Den 43-62 zum Beispiel, wo wir bei uns hatten, da tut es schon ganz schöne Schläge, wenn der dann abgeschnitten wird. Die biegen sie auch vom Coil. Und ja, da muss man aufpassen, dass eine das Zeug durch die Gegend fliegt. Also das ist teilweise auch gefährlich. Wissensaustausch Bauplanung, der Podcast. Heute geht es um das Thema Eisenbiegen an der Biegemaschine. Und los geht's. Mein Name ist Peter Pöppel, ich bin der Geschäftsführer der Subgrid GmbH und wir programmieren Einbauteilgeneratoren für das Allplansystem. Und Michael, stell dich du einmal vor. Hallo zusammen, mein Name ist Michael Müller. Ich führe ein kleines Unternehmen für Tragwerksplanung in Nagold. Unser heutiges Thema befasst sich mit dem Stahlbiegen im Werk und dem Einblick, wie es in Zukunft vielleicht im Werk ablaufen soll. Also ich bin Falk Beetz, arbeite bei der Firma Max Frank GmbH im Werk in Bressig, bin technischer Zeichner, also in der CAD-Abteilung für das Produkt EcoBox zuständig und war früher an der Biegemaschine, wo wir die Bewährungsstäbe für die EcoBoxen, also die Kragplattenanschlüsse, gebogen haben. Wie sieht der Ablauf aus, wenn man Bewährung mittels Biegemaschine biegen möchte? Also bei uns war es jetzt so, wir haben von unserer Arbeitsvorbereitung die Zeichnungen bekommen von den einzelnen Eco-Boxen und da waren die Auszüge drauf. Für die Querkraftstäbe waren es meistens, die man biegen musste. Und nach der Zeichnung von den Querkraftstäben haben wir dann die Biegemaschine eingestellt und die jeweiligen Stäbe gebogen, auftragsbezogen. Habt ihr dann auch diese ABS-Dateien für die Biegemaschine genutzt oder lassen sie sich überhaupt benutzen oder sind die eher hinderlich? Also wir selber haben die nicht benutzt, aber das war das Problem von der Datenübertragung damals noch. Und ja, mittlerweile können wir es, glaube ich, nutzen, aber da ist dann die Maschine jetzt auch schon in die Jahre gekommen. Da würde das auch nicht mehr so funktionieren, glaube ich, oder es würde sich nicht mehr lohnen, da das so anzubinden, dass das funktioniert. Aber wenn irgendwann mal neue Maschine kommt, da wird es sicherlich genutzt werden, weil der Vorteil einfach da drin liegt, dass man kein verkehrtes Maß mehr eingeben kann. Was glaubst du, welche Werte müsste man dann nachjustieren, wenn man eine ABS-Datei bekommen würde? Oder kann man das direkt so biegen? Also ich denke mal bei Schwarzstahl, aber da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung, weil wir haben bei uns eigentlich ausschließlich Edelstahl gebogen. Mit 4DS denke ich mal, dass man das 1 zu 1 übernehmen kann, dass es das biegt und dass das funktioniert. Bei Edelstahl ist es schwieriger, weil da mussten wir mit einem Biegeradius von 10 dS biegen und da hat das nicht alles funktioniert. Also dann sind, ja, es ist dann einfach zu klein zum Biegen, teilweise manche Radien und man muss dann die Winkel nochmal nachjustieren. Also da kann es dann passieren, wenn man 90 Grad Winkel hat und der Radius ist ziemlich klein, dass man dann schon mal, keine Ahnung, 95 oder 100 Grad eingeben muss, weil der Biegefinger dann eben über die Rundung drüber geht und man eben mehr Grad zum Biegen braucht, dass man dann im Endeffekt auf die 90 Grad kommt. Also da muss man immer noch mal nachjustieren. Aber ich denke mal, bei 4DS oder je kleiner der Biegedurchmesser ist, dann funktioniert es besser. Wenn man jetzt eine ABS-Datei nutzt, heißt es dann, es würden alle Eisen falsch gebogen werden? Oder ist es trotzdem ein Vorteil, dass man dann zumindest die Daten pro Eisen nicht mehr per Hand eintippen muss? Also ist es eher ein Vor- oder ein Nachteil? Also ich denke mal, es ist eher ein Vorteil, weil, wie schon gesagt, die Längenmaße, die passen auf jeden Fall. Auch wenn man jetzt so 45 Grad so S-Stäbe hat, so Querkraftstäbe und mal die Maße direkt, jetzt zum Beispiel die Maße, wo in Allplan rauskommen beim Biegerauszug, wenn die eingegeben sind, das ist ja vom Prinzip die ABS-Datei dann, also die Maße, wo dann in der Datei vorkommen, die passen 1 zu 1, da muss man kaum was nachjustieren, vielleicht mal ein paar Millimeter oder irgendwie sowas, aber das passt eigentlich ziemlich gut. Ist eigentlich immer nur bei die Winkel, wo man dann eventuell was nachstellen muss. Aber das sieht man ja beim ersten Bügel, wo rauskommt, man lässt halt einfach mal einen raus und dann sieht man, was man nachstellen muss und wenn sich jemand an der Maschine auskennt, der weiß dann beim zweiten eigentlich schon, wo er was stellen muss oder wie viel er zugeben muss, dass dann das Richtige rauskommt. Also das heißt, man gibt zwar die Daten ein, lässt aber erst mal
ein gebogenes Eisen raus, misst dann nach oder kontrolliert dann, ob das richtig ist, und dann justiert man entweder nach oder produziert auf Masse, oder? Genau, logisch. Man kann ja jetzt nicht stur eingeben und dann hoffen, es kommt das Richtige raus. Du musst erst mal eins machen oder zwei, je nachdem, ob der Draht jetzt frisch eingefädelt ist oder ob man davor denselben Durchmesser schon gefahren hat. Macht man dann ein oder zwei Bügel oder drei Bügel, bis halt wieder der Draht frisch in der Maschine durch ist, also durchs Richtwerk durch ist, nicht mit Vor- und Zurückfahren und so. Und dann messen wir nach, und wenn das dann passt, dann kann man die raushauen, dann hält es eigentlich auch. Ja, das sind solche Sachen, die man als Zeichner selber gar nicht sieht, weil man ja, man druckt es auf Papier einfach das Eisen ab und denkt, das wird dann schon richtig rauskommen. Aber über sowas macht man sich eigentlich gar keine Gedanken. Aber welche Parameter da alle mitlaufen müssen, damit am Ende das Eisen richtig gebogen wird, ist eigentlich schon Wahnsinn. Ja, das stimmt. Ist an der Maschine viel Erfahrung erforderlich dann. Ja, das ist... braucht man einfach Erfahrung. Also wenn jemand neu an der Biechemaschine anfängt, der wird sie verfluchen in den ersten Wochen. Sind die Eisen auf einem Keul gewickelt? Ja, also wie schon gesagt, bei uns waren es Edelstahl und wir haben das alles vom Keul gemacht. Also ja, von 6 bis 16 haben wir eigentlich alles gemacht in Edelstahl und alles vom Keul. Also das heißt, es geht gar nicht größere Querschnitte bei euch? Geht es bloß bis zum 16er? Ja, also die Maschinen sind so ausgelegt. Ich glaube, wir haben jetzt letztens auf der Bauma auch mal wieder geguckt bei den ganzen Biechenmaschinenhersteller. Also die gehen eigentlich meistens von 8 bis 16, wenn man das braucht. Und der 6er Draht ist eigentlich schon, ja, das ist im unteren Bereich. Das machen sie dann so, dass es funktioniert. Aber meistens so, die Maschinen gehen so von 8 bis 16 oder halt von 6 oder kleiner dann bis, ich weiß nicht, wie die dann gehen. Der 6er Draht ist sonst einfach zu klein, dass er ja in eine Rolle, wo 16a reinpasst, ne, da kann man dann irgendwann nicht mehr stellen, also kann man dann den Druck nicht mehr ausüben, dass der gerade gerichtet wird. Ja, haben sie auch viel verbessert. Ja, ich habe eher andersrum gedacht, dann wird es wahrscheinlich genauso sein, ab größer 16 wird es dann wahrscheinlich derselbe Fall, bloß umgekehrt sein, oder? Wahrscheinlich 20er, 25, 28 und so. Die werden ja... Irgend sowas, ja, aber die gibt es auch, also die biegen sie auch vom Keul. Die biegen sie auch vom Keul. Also ist das ja, nicht. Ja, also ich denke, auf der Bauma haben sie, glaube ich, so große oder größere A vom Keul gebogen. Aber es gibt dann natürlich auch Stangenware irgendwann mal. Weil, ja, dass die großen Durchmesser dann irgendwo in der Maschine dann wieder einzufädeln vom Keul, da tut man sich schon hart. Ja. Wo werden die Eisen dann abgelenkt? In der Maschine ist ein Messer mit drin, das schneidet die Stäbe dann ab. Da ist das Messer, das haut dann ganz schön. Also wenn man 16er Edelstahl abschneiden tut, je nachdem, was es für Güte ist, mit dem 4362 zum Beispiel, wo wir bei uns hatten, da tut es schon ganz schöne Schläge, wenn der dann abgeschnitten wird. Okay, wie kann sich das jemand vorstellen, der noch nie an der Biegemaschine gearbeitet hat? Also da kommt der Keul, da kommt das Eisen. Wird es dann erst gebogen und dann abgelenkt, oder wird es erst abgelenkt und dann geht es weiter in die Maschine? Oder wie schaut denn das aus? Ne, das kommt also praktisch, das Keul sind auf so Abspuler, die sind auf so Abspuler drauf. Und ja, dann sind die meistens ja mit so Stahlbänder verbunden, also zugebunden. Das muss man dann aufschneiden. Und ja, da muss man aufpassen, dass eine das Zeug durch die Gegend fliegt. Also das ist teilweise auch gefährlich. Und dann wird es halt in die Maschine eingeführt. Und mittlerweile gibt es da auch Schnellwechsler, wo man praktisch, keine Ahnung, 4 oder 5 verschiedene Drähte hinten einführen kann in der Maschine, und die bleiben dann da drin. Und vorne kann man dann sagen, man braucht jetzt den 12er oder den 10er, und die Maschine wechselt dann das automatisch, bis das Keul leer ist halt, und dann kommt wieder ein neues Keul drauf. Und dann läuft es durch die Maschine durch, wird gerichtet, und vorne wird es dann gebogen und dann abgeschnitten. Also es wird erst gebogen und dann abgeschnitten? Ja. Ah, okay. Aber es gibt da Unterschiede. Also es gibt da welche, habe ich auf der Bauma dann gesehen, da fährt dann der Stab raus, wird abgeschnitten. Also wenn er dann von zwei Seiten teilweise gebogen wird, bei so ganz großen Bügel, das wird dann teilweise von zwei Seiten gebogen. Da wird er manchmal erst abgeschnitten und dann gebogen. Kommt auf die Maschine an. Bei uns war es umgedreht, also erst gebogen, dann abgeschnitten. Welche gesundheitliche Gefahren birgt eine Biegemaschine? Ist dir selbst schon etwas zugestoßen, oder muss man da spezielle Kleidung tragen, wie Helm, Sicherheitsschuhe
oder sonstiges? Ja, halt ganz normal Gehörschutz, Handschuhe, Sicherheitsschuhe, was halt so üblich ist. Erstens, weil es ziemlich laut ist, braucht man auf jeden Fall Gehörschutz. Und ja, man muss halt aufpassen, es gibt auch unterschiedliche Maschinen. Die Stäbe fallen halt dann irgendwann mal, also die werden gebogen und fallen dann halt runter nach dem Abschneiden. Und da muss man dann aufpassen, dass man da nicht gerade hinlangt, weil ja, wenn man so einen 12er Draht dann, wenn der auf die Finger drauf schnippt, das tut dann schon, merkt man schon. Und wie schon gesagt, beim Keulaufschneiden, gerade beim Edelstahl, beim Schwarzstahl ist es nicht so schlimm. Der schnippt nicht so auf, aber der Edelstahl ist wie eine Feder. Manchmal, wenn du dann so ein großes Keul hast und du schneidest die auf und machst dann das letzte Band weg, dann ist das, ja, man muss es entweder gut vorne festbinden oder festhalten oder in Deckung gehen, weil das schnippt dann richtig auf. Es ist wie eine Feder, wie wenn man aus einer Uhr irgendwo Feder rausmacht und die dann loslässt. Wie wird so eine Biegemaschine eigentlich gesteuert? Gibt es da Fußschalter oder Hebel oder wie kann man sich das vorstellen? Fußschalter vom Prinzip ist nur zum, also hatten wir bei uns jetzt nur zum Bremsen für die Coils, wenn sich irgendwann mal so Coil schneller aufgewickelt hat, dass man das abbremsen konnte, dass ich nicht, also dass es nicht dann durcheinander kommt, dass man nicht, ja, dass man dann nicht irgendwo einen Coilsalat kriegt. Und sonst wäre die eigentlich über Display mittlerweile auch bei den neuen Bertouch Display und Schalter bedient. Also Drehschalter fürs Vor- und Zurückfahren. Und das Schalter zum Ein- und Ausschalten halt ganz normal. Also. Ja, damit hast du, glaube ich, meine nächste Frage wahrscheinlich schon fast ganz beantwortet. Was tun, wenn es Störungen gibt an der Maschine und muss man dann einen Notstopp drücken oder ist es dann wirklich das Fußpedal und dann muss man den Draht entzwirbeln oder mit der Zange ran oder ja, mit dem Hammer? Ja, wie schon gesagt, wenn irgendwo was ist, dann schalten wir einfach, also normal schalten wir einfach aus, dann steht die sofort. Also dann drückt man auf den Stoppknopf und dann bleibt sie gleich stehen. Wenn das, wie schon gesagt, wenn das Coil dann irgendwann sich mal dreht, das stoppt man dann mit dem Fußschalter, dass man immer mal kurz abbremst, dass dann das wieder ein wenig zur Ruhe kommt. Und ja, alles andere muss man dann immer sehen. Wir haben es schon mal gehabt, dass Edelstahl praktisch in der Maschine dann gebrochen ist oder manchmal sind die ja, also die sind ja auch teilweise geschweißt, die Edelstahlcoils oder die normalen wahrscheinlich auch, weil das ist ja fortlaufende Ware und ne, wenn das eine dann beim Aufwickeln zu Ende ist und du hast die Tonne von dem Coil noch nicht voll, da wird dann das nächste angeschweißt, also wenn beim Hersteller dann schon und an solchen Schweißnähten kann es manchmal passieren in der Maschine, dass dann entweder die Maschine durchrutscht, weil es zu dünn zusammengeschweißt ist oder ja, oder es bricht dann eben an der Stelle und dann muss man halt sehen, ja, die Richtwerke aufmachen und den Draht irgendwie wieder rauskriegen. So gut wie es geht. Muss die Maschine auch gewartet und gereinigt werden oder ist es nicht nötig? Es wäre sinnvoll. Also dadurch, dass ja durch den Abrieb oder bei Schwarzstahlarten, ja, den Zunder, wo da drauf ist oder Rost oder irgendwas. Das ist schon eine sehr staubige Angelegenheit und es sammelt sich ja hinten in der Maschine drin. Und die Rollen, also beim Edelstahl war es zum Beispiel so, der war mehr oder weniger gefettet. Also da war so ein Gleitmittel drauf, wahrscheinlich vom Ziehen von dem Stahl schon, wie Schmierseife oder sowas. Und das hat sich dann irgendwann mal in die Rollen abgelagert. Und ja, das war halt so schwarzfettig, ja, nicht besonders schön. Und das hat sich dann halt irgendwann abgelagert und dann musste man das auch von Zeit zu Zeit immer mal sauber machen. Am besten einmal die Woche, wenn Zeit ist. Oder war. Weil sonst ist dann immer mehr geworden. Wie viel Eisen kann man ungefähr gleichzeitig biegen oder geschieht das Eisen für Eisen? Also wir haben bei uns immer jeweils nur einen Stab gebogen, aber es wären auch zwei möglich gewesen. Also meistens zwei gehen meistens an die meisten Maschinen, weil zwei im Richtwerk meistens zwei Richtrollen drin sind und da kann man dann zwei Coils gleichzeitig fahren und kann auch zwei Stäbe gleichzeitig rauswerfen. Oder biegen. Oder je nachdem, wie kompliziert sie sind. Also bei komplizierteren würde ich wahrscheinlich immer nur eins machen. Aber bei so einfacheren Sachen oder so kann man ganz locker zwei fahren. Also es kommt auf die Komplexität drauf an des Eisens, wie viel du dann einfällen würdest. Oder ja. Und es kommt halt dann natürlich auf die Erfahrung des Biegers drauf an, ob der das. Genau. Verstehe. Gut, jetzt haben wir schon gesagt, manchmal ist es ja auch so,
wenn gerade beim Edelstahl war es so, dass die Stäbe dann von beim Biegen ziemlich lang war oder bei die Stäbe, wo wir gebraucht haben, die ziemlich lang waren und dann immer vorne noch gefedert haben. Und dann musste man natürlich auch immer noch Winkel teilweise wegen nachstellen und ja, und oder die teilweise auch wegen abfedern vorne beim Biegen. Sonst haben die auch immer nicht genau gepasst. Was hat denn dir am besten an dem Job gefallen, also an der Biegemaschine, und was war eher der Fall, wo du sagst, das war jetzt nicht so meins, um es sanft auszudrücken? Also wie schon gesagt, eigentlich je komplizierter der Stab war, desto mehr Spaß hat es gemacht. Also es sei denn, es ist dann gar nicht gegangen, aber ja. Aber also das heißt, dir hat es am meisten Spaß gemacht, wenn der Stab kompliziert war und du musstest mehr Hirnleistung mit reinstecken oder Erfahrungswerte mit einbringen, als die stupide Arbeit von einfachen Eisen, so ungefähr. Genau. Ja, verstehe. Macht ja eigentlich immer mehr Spaß irgendwo, wenn du dann, keine Ahnung, was austüfteln musst oder wie es dann funktioniert. Verstehe. Ja, zum Schluss würde ich aber gerne nochmal auf die BVBS-Schnittstelle eingehen. Kannst du dir vorstellen, wenn dieses Format von Büros wie uns vom Tragwerksplaner mitgeliefert wird, dass das für alle Seiten erhebliche Vorteile hätte, oder würde es eher zu Problemen führen? Also ich würde jetzt sagen, dass das schon Vorteile hätte, weil eben wie schon gesagt, also man kann schon mal keinen Fehler mehr von der Eingabe her machen, weil man ist ja trotzdem bloß ein Mensch und irgendwann hat man mal ein falsches Maß im Kopf oder ja, man verdippt sich mal oder irgendwas und das wäre ja schon ausgeschlossen. Es wäre dann bloß, die Maße würden passen, wo drin sind und man muss dann nur noch so weit nachjustieren, dass es funktioniert. Das heißt, wir müssen die BVBS-Schnittstelle mehr unters Volk bringen und mehr unter die Tragwerkbüros bringen, sozusagen. Jetzt haben wir noch die letzte und abschließende Frage, bevor dieser Podcast dem Ende zugeht. Und da hast du das Wort. Was ist dein Lieblingseinbauteil? Also mein Lieblingseinbauteil ist die EcoBox, weil ich die jeden Tag sowieso brauche und ja, weil es einfach ein gutes Produkt ist. Super, dann bedanken wir uns bei dir für deine Zeit, für den tollen Podcast und wünschen dir viel Spaß weiterhin mit deiner EcoBox und natürlich auch der ganzen Firma Max Frank mit dem Biegen von Eisen und dann noch eine schöne Restwoche. Servus. Vielen Dank. Ja, servus. Tschüss. Ja, ciao.